Die Kokerei Hansa ist ein Architektur- und Industriedenkmal in Dortmund-Huckade. Sie entstand in den Jahren 1927 bis 1928 aus Rationalisierungszwecken als Großkokerei. Obwohl hier kräftig umgestaltet wird, denn Hansa ist ein Standort der europäischen Route der Industriekultur und soll einer der Hauptstandorte der internationalen Gartenausstellung 2027 werden, kann man hier viel sehen und erkunden. Zu Vollbetriebszeiten produzierte die Kokerei in ihren 314 Öfen täglich aus ca. 7000 Tonnen Koks-Kohle-Mischung bis zu 5400 Tonnen Koks, hauptsächlich für die Hüttenwerke Union, später Phoenix. Ende 1992 wurde die Kokerei endgültig stillgelegt. Seit 1998 sind die meisten Anlagenteile unter Denkmalschutz gestellt. Heute eröffnet sich den Besuchern ein fesselnder Anblick auf dem Gelände der Kokerei Hansa. Hohe Türme strecken sich himmelwärts, gigantische Maschinen überall, stählerne Dinosaurier der Industriezeit. Und mittendrin scheint die Natur sich wieder zu erheben. Die gesamte Anlage kann im Zuge von Führungen durch ehemalige Mitarbeiter und angelernte, fachkundige Begleiter besichtigt werden.